Hallo und willkommen zurück zu Escape the Backrooms. Heute wieder mit guten Helia LP, weil sie Ich so lasse das einfach drin. mutig und, ja, ist mir klar, so mutig und überlebt hat. Jetzt hat sie natürlich meine erste Ansprache versaut und wird es drin lassen. Na, soll sie machen. Ja. Hallo übrigens. Ich lasse es jetzt drin so. Ist mir klar. Wir brauchen Taschenlampen, wir ja, haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr, so sieht's aus. Wir haben noch nicht mal Mandelmilch. Also, es wird jetzt erstmal ein bisschen dunkel, meiner Lieben. Und nochmal ein ganz großes Sorry. In der letzten Folge war Chris ein bisschen leise. Das habe ich jetzt gerade noch ein bisschen umgestellt. Sehr gut. Jetzt müsst ihr aber vollumfänglich zu hören sein. Ich kann nicht mehr reden heute. Scheint mir auch so. So. Aber hier waren wir eigentlich schon. Na, aber alles, wir sollten trotzdem. Ist alles aktiviert überhaupt hier? Also ist das gespeichert? Nein, nicht trinken! Wie geht das hier nochmal? Achso, mit F. Oh, hier sind Taschenlampen, die brauchen wir auf jeden Fall. Definitiv. Ja, damit. Oh. Okay. Achso, wir haben ja keine begrenzte Batterie, also leuchten lassen. Ja, wie gesagt, diese Schaltkästen, haben wir die dann auch wirklich... Was sind die noch aktiviert alle? Ja, die sind alle aktiviert, sonst würde ja die eine Tür nicht auf sein. Das sicher? Eine Tor. Ganz sicher? Ja. Okay. Lauf schon. Okay. So, ich bin wieder mutig und gleich tot. Ich glaube, da müssen wir gar nicht lang. Da kommt sie nämlich schon. Ja. Gefällt dir nicht, wa? Der zwei Lampen diesmal. Wir müssen, hier gar nicht lang. Ich mach mal lieber die Tür zu, nicht, dass du gleich wieder nach 4 Minuten stirbst. Oder nach 3 diesmal vielleicht auch, man weiß es nicht. Ja, das wäre ein Weltrekord. Ja. Stimmt, wir mussten ja noch da hinten eigentlich, ne? Hier war doch irgendwo was zum Öffnen. Ist das schon offen, siehst du? Perfekt. War das nicht das Tor oder das da hinten, wo du wirklich gerade... Ich glaube doch, wo du gerade drauf guckst. Ich meine, das ist es, ja. Drauf geguckt hast. Weil hier ist nämlich auch das rote Licht. Ja, das stimmt. In der Tür, in Türnähe, genau. Sehr gut. So, hier wussten wir auch nicht dann weiter zum Schluss. Na, du hattest ja die Vermutung, dass das Vieh genau da ist, wo wir hin müssen. Ja. Da hat sich ja erwischt. Uah. Ungefähr so. Gott, du bist ja... Also wirklich urheftig, mein Gott. Ja, hübscher wird's nicht mehr. Hier irgendwo Mandelmilch? Nö, aber eine Taschenlampe, die nehme ich mal mit. Ja. So, ich glaube, wir müssen nämlich den Fußspuren folgen. Stimmt, wir hatten hier Fußspuren, ja genau. Hinter mir Pret sitzt, ich komme hier gerade nicht weg. Oh, bloß nicht so nah gehen. Nee. Oh. Nee, dann dachte ich, ist Wasser gelaufen. Tür ist auf. Oh nein. Ich wollte gleich hinter dir zumachen. Tut mir leid. Oh. Ich dachte, du gehst schiffst durch und ich mach zu. So war mein Gedankengang gerade. Oh. Ach ja. Okay. Na, sie ist souverän gelöst, das Rätsel. Haben wir das letzte Mal auch gemacht? Oder bin ich daran vorbeigelaufen? Haben wir auf jeden Fall nicht gemacht, möchte ich meinen. Auf jeden Fall ist hier immer noch zu. Also ein Teil habe ich davon mal gemacht, aber nicht hier. Okay. Leicht verwirrt. Ja, hier hatte ich das gemacht, oder? Oh, da ist noch so ein Tier. Ja, komm her. Vor allem rennen wir durch die Pfütze durch, bitte. Gut, hier ist soweit nichts. Wir müssen da hinten zur Tür. Bist du jetzt auch in den großen Raum? Ich glaube, nicht gerade sehr. Stimmt. Oh nein, ich werde schon wieder verrückt. Oh Gott. Komm schon, Alter, hau ab. Hau ab, sage ich. Ich mach euch mal die Tür hier auf. Wo bist du? Da hinten bist du. Ich brauche Mandelwasser. Ich bin schon am Durchdringen gleich.
Haben wir irgendwo noch hier welches zu stehen? Nee, ich habe gerade geguckt. Ach, schade eigentlich. Naja, Kumpel. Der mag mich. Wo geht's denn hier rein? Ich will nicht wegdrehen. Ach, da geht's rein. Oh, Dankeschön. Bitte. So, nichtsdestotrotz bin ich... Oh ja, mein Flashlight blinkt schon rot. Ja, aber da können wir jetzt gerade nichts machen. Nee, leider. Das stimmt. Können wir leider nicht. Da ist nichts. Die einzige Mandelmütze, die habe ich einfach so hintergekippt gerade. Ja, das hast du fein gemacht. Drum, naja. Hatte Durst. Na gut, das ist natürlich ein Argument. Auch so ein Vieh. Warte mal, ich gehe mal hier rein. Hier ist nichts. Hier ist ein... Ja, ja, komm her, Kumpel. Ja, ja, ja. Ich geh mal kurz hier gucken. Mhm. Ich hätte mal einen Schach. Oh Gott, ja, ja, ja. Wo ist Mandelwasser? Oh, jetzt ist vorbei. Nein. Ja. Du bist jetzt nicht tot, oder? Ich bin jetzt leider tot. Weil ich durchgedreht bin. Ja, ey, wirklich. Es erwischt mich auf jede Art und Weise. Jede erdenkliche Art und Weise. Entweder das Vieh oder halt der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist ein Wahnsinn, oder? Großartig. Ja, liebe Zuschauer, da ist er wieder. Gusain ist zurück. Yay! Yay! Sterberat ist hier wieder hoch, ganz hoch großgeschrieben. Genau. Hochgeschrieben, wollte ich gerade sagen. Ja, naja, gut. Also, same shit, different day. Kann ich das hier bewegen? Nein. Nee, das ist nicht. Gut, hier sehe ich gerade nichts. Du bist jetzt da in den einen Raum reingegangen, von wo aus wir gerade gekommen sind, ne? Ich bin drunter gekrabbelt gerade. Ach so, das war, stimmt, diesen Schacht lang. Ja, okay, richtig. Genau. Hier soll auch nichts sein, okay. Gut, jetzt muss ich da wieder hin, wo der Hund war, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ja, stimmt. Wo ist er hin? Hinten an der Ecke wahrscheinlich, war. Oh, nee, das war das. Der Strom. Natürlich auch toll, dass es... Wobei, ich bin ja, wir sind da gestorben. Oh Gott. Ungünstig. Da musst du rein wahrscheinlich, war. Oh Gott. Ja, doch. Gut. Na! Wie ungünstig ist das denn? Oh nein. Oh Mann. Siehst du? Sehr gut. Ach mein Gott. Gerade aufgestanden. So. Hier bin ich ja das letzte Mal... Okay. Hier bin ich ja das letzte Mal gestorben. War das hier, ja? Ja, das war die Ecke. Aber ist jetzt die Frage, war das jetzt alles, was ich brauchte? Damit ein Tor aufgeht? Ich weiß halt auch nicht, wo wir wirklich hin müssen. Also die Spuren, okay. Aber die öffnen sich dann zig Türen. Also wenn man das alles abarbeitet, meine ich, nach und nach. Oh. Ja. Aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist ganz schwierig. Ach, du hast die Lampe wieder an, ich seh sie nicht. Okay, sehr schön. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich in die Ecke muss. Tja. Das war letztes Mal deine Vermutung, glaube ich. Wenn das die Ecke ist.
Ja, aber wie greife ich ihn in einen Raum? Das ist jetzt die Frage. Na, wenn du jetzt die Tür da links nimmst und da reinlochst, versuchst du irgendwie. Oh Gott, sie macht hier wirklich einen auf Geronimo. Da ist nichts. Okay. Und oh, ich sterb auch gleich. Die Spuren, ist die Frage, wo die Spuren das hinführen. Hier. Ach nee, von hier sind sie gekommen, die Spuren. Kann aber auch sein, dass ich jetzt irgendein Tor aufgemacht habe. Stimmt. Irgendein Tor aufgemacht habe, wo wir jetzt weiterkommen. Ja, nur, na gut, wir hatten am Anfang noch, relativ am Anfang noch irgendwie ein Tor, was zu war. Ja. Problem, ich brauche ganz dringend Mandelmilch. Das wird uns den Kopf kosten, glaube ich. Nee, das ist, ich gehe jetzt einfach mal kurz zurück. Ja. In der Hoffnung, dass ich vielleicht hier irgendwo Mandelmilch finde. Hier habe ich noch was. Ah ja, sehr schön. Oh, ich werde verrückt. Ey, komm, ja, geh weg. Geh weg. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Oh. Ich habe dich auseinanderfallen sehen. Na, siehst du. Auseinanderfallen sehen. Ich glaube, wir müssen die, Kästen hier, die Sicherungskästen aktivieren. Aber wo soll hier noch ein Tor sein? Ja, die Frage ist gut. Das Ding ist, ich habe jetzt auch keine Taschenlampe mehr. Ich hier, mal kurz... hier ist ein Tor. Das Tor habe ich gefunden hinter dir. Das ist noch zu. Und uns fehlt hier noch ein Dings. Ja, okay. Wieso ist da? Ich hatte es zum Schluss. Alles gut. Das heißt, wir müssen hier nochmal rein. Okay. So, warte mal, ich gehe mal kurz hier lang. Gucken, ob hier irgendwo eine Lampe ist. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo Mandelmilch finde. Ja, das ist die nächste Sache. Hier ist zum Beispiel zweimal Mandelwasser. Sehr schön. Ja, zweimal, mehr nicht. Ja, komm, Kumpel. Weg, putsch. Finde ich hier gerade nur Taschenlampen, finde ich sehr schön. Ehrlich? Ja, ich habe hier gerade zweimal Mandelwasser im Angebot. Wollen wir ein Tauschgeschäft machen? Brauchst du Taschenlampe? Ja. Okay. Weil ich muss erstmal zurück. Ich bin jetzt nämlich, glaube ich, ganz schön weit gelaufen. Keine Stamina mehr? Ja, ich auch nicht. Dann lass mal Inventar offen. So, Mandelwasser hier reinziehen und laufen. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen schneller machen. Ja, das scheint mir auch so. Hast du Wasser gefunden? Nein. Immer noch nicht, scheiße. Okay. Ich finde nur ganz viele Taschenlampen. Ach nee, das war ja hier auch wieder. Aber ich hab noch was zu essen. Oh, Ausdauerschub. Okay, vergiss es. Ach nee, hier muss ich lang. Orientierung wieder vom Allerfeinsten bei mir. Das ist Orientierung gleich null? Ja, quasi. So, guck mal hier, Taschenlampe für dich. Dankeschön. So, willst du einmal Wasser haben? Oh ja, bitte. Machen wir das mal lieber, ne? Gegenstand fallen lassen. So, ich hab die Lampe noch nicht eingesammelt. Da ist wie das aus dir rauskommt. Ja, das sieht immer geil aus, ne? So. Okay. Auf ein neues. Auf ein neues. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Die Sicherungskästen finden. Ja. Am besten alle, die wir finden. Ah ja, und das letzte habe ich ja gerade gefunden, da war ich ja gerade dran. Stimmt. Weißt du noch, wo das war? Ja, bestimmt weißt du das. Ich glaube, die spawnen unterschiedlich, aber ja, das erste ist hier in... Ach so. Raum, aber der... Die sind jetzt doch nicht gespeichert. Unser Fortschritt. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein, ich glaube, der Fortschritt wird nicht gespeichert. Komm, renn hier rein, Kumpel, renn hier rein in die Pfütze. Nein!
Genau da wollte ich hin, du Dumpfbacke. Ja, ich halte mal, versuch mal hier anzulocken. Ja, ich glaube, der will dich. Nee, nein, der will dich. Geschmack hat der Junge schon mal. Hab verstanden. Da lacht sie wieder, das ist klar. Da kichert sie. Hier ist kein Sicherungskasten. Ja, tja, er ist hinter der Tür direkt. Deswegen habe ich ja die Tür gerade zu. Ja, nicht zu nah rankommen, jetzt kannst du raus. Oh oh. Ich hallo zu den Nation und so. Nein! Oh Gott, nicht doch. Ich dachte, ich kann nicht da hinrennen sehen. Nimm meine Mandelmilch. Ich nehme auch die Lampe. Oh ne, wo ist die Milch? Mach das. Lieber mal die Tür zu. Stimmt. Bevor man dich sieht. Oh Gott, jetzt geht's andersrum. Na, das ist ja geil. So. Oh, nice. Und hier ist gar nichts. Einwandfrei. Doch, da geht's noch lang. Mal gucken. Ja, hallo Kumpel. Ich glaube, gesehen habe ich da gerade nichts. Ich auch nicht. Nein. Autsch. No. Ich wollte noch mal gucken gehen, ob da wirklich was ist. Mann. Ja gut. Ja, sind wir weit gekommen. Mann, so ein Mist, ey. Und leuchten. So, Lämpchen haben wir immer Gott sei Dank hier. Also hier in den Raum ist schon meine Lampe. Check. Und warte mal. Das ist, glaube ich, wo waren jetzt nochmal die beiden Wasserdosen, wo habe ich die gefunden? Ich weiß, wo du lang gelaufen bist. Oh, kurz, ist hier noch was? Stimmt, ich bin von hinten gekommen. Ja, ja. Genau. Irgendwie hier lang. Ja, richtig, richtig. Da waren in einer Kammer zweimal Wasser. Jetzt glaube ich. Ich glaube, das war gleich hier. Gleich links. Ach nee, hier auch. Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das hier in dem Raum. Da stehen nämlich noch zwei. Ach nee, jetzt nur eins. Okay, alles klar. Dann haben wir also jeder eins. Jetzt haben wir die Lösung, was wir machen müssen und wir sterben. Ja. Naja, war das nicht zu erwarten? Ja, von dir. Ja, zugegeben. Ich muss es leider zu. Oh, ich habe noch einmal Mandelmilch und einen Schokoriegel. Wo bist du jetzt lang? Bist du hier hinten durch oder bist du wieder zurück? Nochmal Mandelmilch. Ich bin weitergelaufen. Ich komme jetzt wieder zurück. Ja, alles klar, da bin ich schon. So, warte, dann bekommst du von mir einmal Mandelmilch und einmal hier was für die Ausdauer. Oh, was haben wir auch? Geil. Ja. Na, komm schon, einsammeln, Kumpel. Wo ist der Cursor? Damit du schnell wegkommst von den Viechern. Ja, muss ich bloß natürlich, Ja, musst du dann zügig essen. Also natürlich, na okay. Wobei, wenn wir wegrennen und in Panik sind, dann haben wir, glaube ich, mehr Ausdauer. Aber ist ja auch egal, wir können erstmal weiterziehen. Hier hinten war jetzt nichts mehr zu machen, ne? Nein, nein. Ich glaube, der Charakter hat so oder so keine Panik. Jeder denkt sich, ach nö. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Taschenlampe. Was aber mitnehmen? Ja. Für denjenigen, der als nächstes stirbt? Ja. Ja. Ja, das werde ich definitiv ich sein. Fühle mich angesprochen. So, mal sehen, ob wir das jetzt diesmal schaffen. Ey. Huch. Upsen hier oder was? Vorgedrängelt. Da ist Mandelmilch im Dings. Stimmt, da hinten, ja. Ja. Ja, jetzt dich oder mich? Weiß nicht. Er will mich. Dich, genau. Pass auf, geh nicht so nah. Naja, komm, du kommst nicht her. Läuft er dir hinterher? Ja. Aber er kann durch Wasser rennen, kriegt keinen Stromschlag. Schade eigentlich. Ja. Mann, jetzt hat er dich wieder getriggert. Sehr viel Mandelmilch. Oh, stimmt, das eine, ja. Ich sehe schon gerade. Ich nehme es mal vorsichtshalber und gib's dir dann. Alles gut, der ist gerade wieder. Weiter. Wohin wollen wir jetzt gehen? Die Tür, wo du gerade gestorben bist, rein oder? Ja, war. Ja. Die Tür?
Die Tür. Ach so, die Fußspuren, ja. Ja. Oh, den ersten Sicherungskasten haben wir. Ich werde mal, glaube ich, kurz mal leiser machen, ein wenig. Ja, mach das. So, erster Sicherungskasten ist. Fehlen uns nur noch zwei. Ach, warte, ja. Warte. Hier, du bekommst deine Mandelmilch. Wie viele hast du? Ich habe jetzt drei sogar. Sehr schön. Ich glaube, eine nehme ich mal vorsichtshalber. Ja, stimmt. Siehst du, wie sieht es aus? Oh ja, die Hälfte ist schon runter von meinem Verstand. Bevor wir nicht mehr die Zeit haben dafür. Richtig. Sehr gut. Kluff weg, das gute Dings. Genau. Wegexen. Okay. Glaube ich. Da ist er. So, ich lenke ihn ab, du guckst mal, ob du irgendwas siehst. Bist du gerade am Sicherungskasten? Nee, hier ist kein Sicherungskasten, wie es aussieht. Oder bin ich blind? Pass auf, dann bin ich. Ja, ja, okay, ich sehe schon gerade. Ja, ja, ja. Hier ist eine Tür, ich gehe mal kurz gucken. Ich komme mit? Ja. Ah, nee, okay. Doch, da ist ein Kasten, sehr gut. Kasten haben wir. Super. So, fehlt uns also nur noch einer. So, ich gehe mal die Tür gegenüber, würde ich sagen. Da könnten wir Glück haben. Ja, oder du gehst. Ich habe mich gerade wieder auf den Kieker. Gegenüber? Na, hier in der Nähe, wo ich stehe. So. Geh mal kurz hier gucken, ob hier irgendwas ist. Genau, geh mal gucken. So, dann brauchen wir nur noch einen, in der Hoffnung, dass er dann da ist. So, hier ist noch so ein Vieh. Hier ist nämlich der Pfeil, Quatsch, der Schacht mit dem Pfeil. Oh, der hat sich wieder auf den Kicker. Ich glaube, hier war nichts, ne? Doch, hier ist ein Sicherungskasten. Ich muss jeden einzelnen Raum mal nachgucken. Hier ist ein Sicherungskasten, ich habe ihn gefunden. Hast du? Ja. Kommst du rein? Nee, ich mach das Rätsel schnell. Ich lenk ab. Das ist nämlich die große Frage, wie das geht hier. Was hast du denn? Und mit diesen Rädchen, ich habe da schon eine Vermutung, wie das geht. So eine drei Farben. Ist weg. Hühnchen kommt nicht mal wieder. So, auch das ist erledigt. Oh, ich hab ein Gitter gehört gerade. Ich nehme mich nicht. Glaub, wir können wieder zurück. Sicher, weil hier dieser Pfeil ist, der nicht mehr Bedeutung. Da war ich mal schon, kannst gerne mal gucken gehen. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas. Ja, irgendwie scheint das ja ein Hinweis zu sein. Da war ich aber schon vorhin auch drin. Eigentlich geht's da nicht weiter. Hier ist jetzt eine Tür offen. Da ist eine Tür auf? Ja. Ach, da sind wir. Ach, das ist, wo wir von da vorne kommen. Hier können wir uns abkürzen. Weil hier, glaube ich, war ja vorhin zu. Wenn ich mich richtig, das habe ich also gehört. Ich recht entsinne. So, dann ist sehr schön. Hier ist die Mauer kaputt. Ich glaube, wir können. Ja, da kannst du da durchspringen. Das ist aber auch neu, oder? Abkürzung. So, hier steht auch nichts weiter rum. Snack. Ach ja, apropos. Wahnsinn. Nee, sieht noch gut aus. Ich nehme mal einen Schokoriegel für dich mit. Oh ja, danke. Kann ich gebrauchen. Den gebe ich dir mal auch gleich, weil wir hier gerade ein bisschen Pause haben. Stimmt. Hier, nimm zwei. Bin nett heute. Dankeschön. Ausnahmsweise. Ja, ich gewöhne mich auch nicht dran. Ich genieße den Moment. Wollte ich gerade sagen, gewöhne dich nicht dran. Ich genieße den Moment und bin sehr froh. Warte, bin auch gleich da. Einen Schluck trinken. So. Ja, da ist wieder zu. Oh. Komm, ja, wo kommt der? Von hinter mir kommt der. Lauf ein bisschen nach hinten. Ich glaube, du bist viel zu nah. Ja, das scheint mir auch so. Gut, er will weg. Oh, Sicherheit. Puh. Ich glaube, wir haben es geschafft, hoffe ich. Einfach mal. Kommt mir so bekannt vor, als ob wir hier schon waren. Ja. Von hier sind wir gestartet. Genau, waren wir doch so, ne? Und da muss jetzt irgendwo hier.
So, und dann sind wir ja hier lang Ach, gegangen. stimmt, jetzt müssen wir. Ja, genau, hier war jetzt irgendwas, was offen sein Dann müsste. hier, ja. Ja, es ist Ja? auf. Oh Gut. mein Gott. Ich glaube, du hast mal ein Level geschafft. Ich glaube, ich habe ein Level geschafft, ja, nach mehreren Anläufen, aber Jawohl. naja. Ich würde ja jetzt klatschen, aber geht gerade nicht. Ja. Ach, so, nein, Mensch, siehste. Das ist ja. Das war doch kinderleicht, also wirklich. Das war mega kinderleicht. Und für so ein Erfolgserlebnis würde ich mal sagen, machen wir hier ein Vollenpäuschen, ne? Ja, machen wir. Alles da, meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao, ciao.